Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games News und mal mit einem weiteren Collectible Guide, Sammelgegenstände Guide zu Uncharted 4. Und zwar befinden wir uns hier in Kapitel 6. In den anderen Kapiteln davor, also wie gesagt, 4 und 5 gab es keine Sammelgegenstände, die konnten wir also überspringen. Sind jetzt hier in Kapitel 6 wieder angekommen. Hier gibt es insgesamt 12 Sammelgegenstände. Gut, einiges davon sind natürlich wieder optionale Gespräche. Also so, dass ihr nicht nur. Also nicht insgesamt 12 Schätze habt, sondern halt weniger. Aber halt, wir zählen ja, habe ich ja gesagt, die optionalen Gespräche ruhig einfach als Sammelgegenstand. So ist es einfach durchgängiger dann in den Guide. So, und hier vorne haben wir dann auch schon gleich den ersten Sammelgegenstand gefunden, indem wir einfach leicht nach links abgebogen sind, statt unserem Bruder zu folgen, und haben hier das Mogul-Wassergefäß. So, dann habe ich hier einen kleinen Sprung gemacht, und zwar dorthin, wo wir hier an dieser Wand hängen. Das ist also auch Teil der Story. Das könnt ihr also überhaupt gar nicht verpassen. So, sobald die beiden Möchtegern-Mafiosi da im Haus verschwunden sind, lässt uns die Story dann auch hier hochklettern. Und auch hier folgen wir nicht unserem Bruder, sondern bleiben hier rechter Hand, sage ich mal, gehen direkt hier vorne unter dem Zitronenbaum durch an die Fensterbank von dem Haus. Und da blinkt schon der nächste Schatz. Der Nefret Messing Pokal ist dort. Das ist also Schatz 2, den wir hier gefunden haben. Und das Collectible 3 jetzt gleich ist ein optionales Gespräch mit unserem Bruder. Wenn wir das also hier eingesammelt haben, können wir uns direkt umdrehen. Da vorne wartet unser Brüderchen. Den sprechen wir dann gleich an und dann haben wir damit das erste optionale Gespräch, sprich damit Gegenstand Nummer 3 in der Tasche. Stan, der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Deine Dinger. Zusammen? So, dann auch hier wieder einen kleinen Zeitsprung an dieser Stelle. Ja, die Story führt euch hier lang. Ihr habt ja gesehen, wo unser Bruder dort herunterspringt. Wir befinden uns hier unter dem Steintorbogen. Und werden gleich wieder die Möglichkeit haben, ein weiteres optionales Gespräch mit unserem Bruder zu führen. Hast du wenigstens Fotos? So, da hat ihm gerade schon das Dreieck geleuchtet, wir haben es auch schon gedrückt und befinden uns jetzt bereits im zweiten optionalen Gespräch und haben damit jetzt 4 von 12 Sammelgegenständen in Kapitel 6 eingesackt und werden jetzt wieder einen kleinen Zeitsprung machen, um den nächsten Schatz zu bergen. Und zwar direkt nach einer Filmsequenz steht ja hier an dieser Stelle, könnt ihr also überhaupt gar nicht verpassen. Wird auf den ersten Blick denken, wo bin ich hier? Also ja, das ist direkt nach einer Zwischensequenz, wo ihr hier steht. Dann geht ihr einfach in euren Rücken in diesen Raum hinein und hier vorne auf der Kommode befindet sich die Wikinger-Mantelschließe. Das ist der dritte Schatz hier in diesem Kapitel. So, von da aus machen wir auch gar keinen Sprung, sondern gehen direkt einfach zu Fuß weiter, um uns den nächsten Schatz zu holen. Das wird ein Perlmutthorn sein. Und zwar werden wir dann nämlich gleich hier rechts abbiegen auf den Balkon und dann wieder rechts um die Ecke. Dort ist das Perlmutthorn. Da leuchtet es schon, nicht zu übersehen. Wenn man natürlich auf den Balkon geht, natürlich nur. So, und jetzt kommt auch schon das nächste optionale Gespräch mit unserem Bruder, der hier auch auf dem Balkon steht. Den sprechen wir einmal an und haben damit dann 7 von 12 erledigt und das dritte optionale Gespräch im Level abgeschlossen. Ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Füße. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn es schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. So, nach diesem kleinen Plausch hier gibt es wieder einen Sprung runter. Auch das ist hier direkt nach dem Ende einer Zwischensequenz. Also könnt ihr also überhaupt gar nicht verpassen, die Stelle, wo wir uns hier gerade befinden. Ja, direkt nach einer Zwischensequenz. Sobald ihr wieder Gewalt über euren Charakter habt, geht ihr dort auf diese gelben Tische drauf zu und biegt vor den Tischen einfach rechts ab. Und dann hier versteckt in der Ecke, das seht ihr hier, da blinkt es auf, dort versteckt in der Ecke, ist die persische Bronzeschale Schatz Nummer 5. So, von hier aus können wir aber gleich direkt weitergehen. Da habe ich mir gedacht, das ist hier unnötig, einen Zeitsprung zu machen, damit ihr einfach genau wisst, wo es ist. Wir folgen weiter unserem Bruder, dem Storyverlauf, werden jetzt hier gleich eine Treppe heruntergehen und am Fuße der Treppe findet ihr dann den nächsten Schatz, die Messing-Rasierschale. Das ist dann Schatz Nummer 6.
und Sammelgegenstand 9 von 12. Genau hier die Treppe ist es. Und wie gesagt, am Fuß der Treppe, da unten auf dem Boden, da blinkt es, genau da haben wir die Messingrasierschale gefunden. So, jetzt gibt es gleich wieder einen kleinen Zeitsprung. Und zwar, wenn wir das erste Mal wieder das Haus verlassen, habe ich extra hier die Stelle extra so gemacht, dass ihr genau seht, wo wir also raus sind aus dem Haus. Und jetzt kommt eine kleine Kletterpartie, um die syrische Vase einzusacken. Das ist dann Schatz Nummer 7. Unseren Bruder lassen wir das mal stehen. Springen hier vorne links runter. Ja, ihr weist mich das Spiel darauf hin, wie ich meinen Verbündeten finde. Brauche ich aber gar nicht, weil ich möchte erstmal hier einen Sammelgegenstand einnehmen. Hier die Treppe hoch, die Treppe Leiter natürlich, die Leiter hoch. Dann hier direkt die Regenrinne, weiter nach oben. Rüber nach rechts über die Fenster. Dann ran an die nächste Regenrinne, auch diese wieder nach oben klettern. Dann um die Gebäudekurve. Um die Gebäudekurve rumherum, um die Gebäudeecke herum, hier herunterspringen. Und dann liegt hier die syrische Vase, hier auf dem Dach. Da ist der nächste Schatz versteckt, die syrische Vase. Wir machen auch gleich hier an dieser Stelle direkt weiter, ohne Zeitsprung oder ähnliches. Klettern hier einmal rüber, dass wir zurückkommen zu unserem Bruder. Genau, auch hier, das ist rein Storyline, da steht gleich unser Bruder hinter uns an der kleinen Leiter und wir helfen ihm da hoch zu der Leiter, wir sehen da schon den Punkt leuchten. Ich dachte mir, dass ich das einfach hier so komplett lasse, die Stelle, statt einen Zeitsprung einzuführen, damit man auch wirklich ganz genau natürlich den Sammelgegenstand findet. Ich sage immer, so ein Guide-Video sollte in meinen Augen ruhig eine Minute länger statt kürzer sein, damit es einem einfach ganz genau klar ist, wo die einzelnen Sammelgegenstände sind. Und für diesen Sammelgegenstand, den persischen Katzenhalter, gibt es auch den Hinweis, habe ich schon gelesen, dass man für den Sprung sicherheitshalber vorher speichern sollte. Also dann wäre jetzt der richtige Augenblick für euch, ganz kurz zwischenzuspeichern, weil falls der Sprung misslingt, kommt man da wohl nicht wieder hin. Obwohl, also ich fand jetzt den Sprung nicht schwer, ich habe es also direkt beim ersten Mal gehabt. Deswegen also hier an den kleinen Vorsprung heran und dann gibt es hier schon den vorletzten Sammelgegenstand des Levels und zwar den persischen Kerzenhalter. So, jetzt ist nochmal Zeit für einen Zeitsprung, nachdem wir das hier eingesammelt haben. Und auch hier habe ich wieder so gemacht, dass ich es ein bisschen länger gelassen habe. Die Storyline führt euch aber eigentlich dahin, nur innerhalb der Story ist man sich nicht 100% sicher, welchen Weg soll ich wirklich wählen. Und deswegen habe ich den Weg hier einfach mit eingeblendet. Dann braucht ihr den gar nicht zu suchen, sondern wisst direkt, dass ihr halt also erst auf dieses Gebäude, dann auf dieses, um dahin rüber zu kommen, dann hier hoch zu klettern. Und dann hier über die Stangen, da kommt dann nämlich die Story-Cutscene an dieser Stelle normalerweise. Richtig, hier kommt jetzt ein kleines Videoschnipselchen, das haben wir übersprungen. Befinden uns hier, wo euch, wie gesagt, die Story direkt lang führt. Wo euch die Story aber nicht hinführt, das ist zum Moguldolch und den nehmen wir uns nämlich gleich, indem wir hier, statt weiter zu springen, hier direkt an dieser Säule hier uns hier erstmal herunterlassen. Das heißt, Nate geht hier immer in Deckung. Ich möchte eigentlich, ich drücke auf Kreis, um nach unten zu springen. So, jetzt haben wir es. So, und da haben wir dann gleich da oben blinkt es schon den letzten Sammelgegenstand. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn dem so war, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Teilt das Video, abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, dann verpasst ihr hier einfach nichts Neues. Ich sag bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.